Als mir Chiara hat gesagt, was sie gerne für ein Thema hat, Geistesfrucht, habe ich mir so gedacht, ich bin auch die Falsche, bei mir sterben sogar Kakteen. Aber ich probiere mich mal in Früchte. Genau. Aber das hier, was ich mache, sind 5 Tipps, die ich dir weitergebe. Ich habe hier einen Hashtag vorne, Hashtag Healthy Lifestyle. Und obwohl wir hier die Bewegung plus sind, hat es weniger mit Bewegung zu tun, was ich hier erzähle. Vielleicht ein bisschen Bewegung im Herz, aber wir werden es sehen. Genau, der Text steht im... Ich habe etwas vergessen. Ah, hier ist es. Der Text steht im Galater 5. Aber bevor wir das lesen, tun ich euch noch heute den Kontext erklären. Und zwar ist der Kontext so, der Paulus hat den Brief an den Galater geschrieben und er schreibt dort innen über ein Problem. Und zwar, die Galater sind Heiden, also nicht Juden, und sie haben sich nicht beschnitten. Und dann sind Leute zu ihnen gekommen und haben ihnen gesagt, tut euch doch beschnitten, so seid ihr wahre Christen und gehört wirklich zu Gott. Da hat es aber ein Problem, und zwar, wenn man sich beschnitten, tut man sich am Gesetz unterordnen. Und man ist nicht mehr in Gnade innen und lebt nicht mehr in dieser Gnade, die uns Jesus hat gegeben am Kreuz. Der erste Vers vom Galater 5 legt offen, dass Christus uns zur Freiheit befreit hat. Und eben nicht, dass wir eben nicht an das Gesetz gebunden sind und uns nicht dem Gesetz müssen unterordnen oder dass wir eben nicht an das Gesetz gehalten sind, sondern wir sind gnädig durch Jesus Christus befreit worden zur Freiheit. Und er sagt auch, wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen zum Sündigen oder zur Zügellosigkeit. Und ich habe mal die Erfahrung gemacht, als ich etwa 12 war, bin ich auf ein Ross gehockt. Normalerweise hat man ja das Zaumzeug an einem Ross. Und ich habe dann einmal eben das Zaumzeug nicht angelegt. Oder respektive, ich war mit jemandem, der das Zeug eh nicht hatte. Und sie sagte, ja, das funktioniert schon, gehst nicht runter. Spoiler Alert, ich bin dann runtergefallen und habe mich dabei verletzt. Und was ich euch mit dieser Geschichte eigentlich sagen möchte, ein Zoom oder ein Zoom-Zeug oder ein Zügel ist manchmal gar nicht mal so schlecht, sondern du kannst hier etwas lenken, du hast etwas unter Kontrolle beim Ross. Und gleich ist es bei uns. Gott gibt uns ein Zügel im Galater 5. Wir schauen doch diesen Text heute zusammen an. Dort steht drinnen, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, die Frucht ist manchmal etwas mehr da, manchmal etwas weniger, oder die einzelnen Aspekte von dieser Frucht. Aber was mir vor allem ins Auge treten, ist der Satz unter. Von diesem Geist bestimmen lassen. Und ich finde, das ist ein Zügel, den uns Gott da ins Maul gibt. Aber eine Frage habe ich mir gestellt. Ja, wie tut man sich denn von diesem Geist bestimmen? Was wir machen können, für dass die Frucht sichtbar wird in unserem Leben, ist vorbereiten. Wir können eine Voraussetzung geben dem Heiligen Geist. Wir können den Boden beachern. Wir können etwas machen mit dem Boden, um ihm das zu geben und vorbereitet herzugeben. Ich habe
ein Beispiel mitgebracht aus dem Johannes 15. Im Johannes 15 wird beschrieben, der Weinstock. Und ich habe extra den Weinstock genommen, weil es dort innen einfach hunde viel Schätze hat, die ich euch heute weitergeben möchte. Und zwar ist der Healthy Lifestyle, wie wir den leben können, wie wir den Boden vorbereiten können. Ein Weinstock braucht als erstes ein Unterstützungssystem, sodass er wachsen kann. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal so einen Rosentorbogen habt gesehen. Das braucht ja auch eine Unterstützung. Und gleich ist es beim Weinstock. Der Weinstock braucht eine Stützung, die ihm hilft. Und ich glaube, bei uns kann das sein, das Gebet. Das Gebet ist für mich persönlich immer wieder eine Stütze. Wenn ich nicht weiss, wie es weiter soll gehen, dann gehe ich mal in mein Kämmerchen und bete dort hin, weil ich einfach nicht weiss, weil ich manchmal einfach verzweifelt bin. Und für mich ist das eine mega Stütze. Eine andere Stütze kann zum Beispiel Gemeinschaft sein mit anderen Leuten. Ich habe es oftmals schon erlebt, dass ich mit Leuten unterwegs war und dann plötzlich haben sie mir gesagt, hey, Liv, da musst du vielleicht mal hinschauen. Oder ja, haben mir geholfen, haben mich ermutigt in einer Situation, in der ich es nicht so konnte, machen, wie ich gerne wollte. Und sie haben gesagt, hey, Liv, das kommt gut, du schaffst es. Das Zweite ist beschneiden, also eine Beschneidung. Ich meine jetzt nicht die, wie im Galater beschrieben wird, die Beschneidung, sondern ich meine die Beschneidung vom Weinstock. Und ein Weinstock, dass er gesund bleibt, braucht immer wieder eine Beschneidung. Ein Rebschnitt, sagt man im Fach Jargon. Habe ich herausgefunden. Genau. Und was ich mega cool finde, im Johannes 15,2 steht dort etwas über den Rebschnitt. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Aber eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, eigentlich so, wenn ich so daran denke, tut es manchmal schwer, wenn mir etwas genommen wird, wo ich vielleicht im Moment nicht checken, hey, wieso wird mir das jetzt genommen. Und oftmals habe ich es eben gleich schon mal erlebt, dass mir etwas genommen wurde, wo ich gemerkt habe, hey, wenn ich jetzt zurückschaue, aus dem ist so viel mehr Frucht entstanden. Und es kann sein, dass dir, Chiara, manchmal etwas genommen wird, das du nicht verstehst, wo du vielleicht hässig auf Gott bist, wo du gehst anklagen und sagst, hey Gott, ist das jetzt dein Ernst? Aber er hat hier ein Versprechen gegeben, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Als Drittes braucht es eine Bewässerung. Und wie ich gesagt habe, manchmal ist es so, dass wenn etwas beschnitten wird, da fließt etwas raus. Bei uns sind es meistens Tränen. Und manchmal ist Bewässerung gut. Eine Pflanze braucht Wasser, um dass sie wachsen kann. Chiara, du wirst Sachen haben im Leben, die dich stressen werden, wo vielleicht eben Sachen werden genommen werden, die du musst rennen musst. Aber eine Pflanze wächst durch das. Du darfst mit deinen Tränen das bewässern. Und was ich mega cool finde, in dem Dynamit, das der André uns hat gesagt, steht auch, der mit Freude, mit Tränen sagt, wird mit Freude ernten. Und ich lehne mich aus dem Fenster, wenn ich sage, hey, mit Tränen, wenn du mit Tränen sagst, dann ist die Freude umso grösser. Weil, wenn du mit Freude sagst, dann kann ja die Freude, ist vielleicht cool und so, aber wenn du mit Tränen du sagst, mit deiner Traurigkeit, und dann siehst, wie die Frucht entsteht, dann hast du Freude. Dann hast du einfach so viel mehr Freude. 10-mal mehr, wenn du mit Freude sagst. Das Vierte, was es braucht, ist eine Düngung. Ein bisschen düngern. Und Düngung ist, dass der Boden eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit hat. Und uns am ISCL
wird immer wieder eingetrichtert, dass wir eine Bibel lesen sollen. Und manchmal denke ich mir so, ja, ich habe jetzt genug gehört. Und gleichzeitig ist es wieder so, ja, es ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Bibel lesen, das ist das Fundament, das wir darauf aufbauen. Oder also die Bibel, nicht das Bibel lesen, aber die Bibel. Ja, für das musst du so gelesen haben. Genau. Du füllst dich mit diesem Wort. Und Chiara, du hast das schon mega. Wir haben mal vor 2-3 Wochen haben wir ein Battle gemacht. Wer weiss mehr Bibelfers auswendig? Ich muss sagen, diese Frau weiss also viel und probiert es mal aus. Sie weiss wirklich viel, sie zerstört mich da. Und darum möchte ich dir ein Herz legen, dass du dich immer wieder fütterst, dass du den Boden düngst mit diesem Wort. Und das dritte, das fünfte ist Unkrautkontrolle, Schädlings- und Krankheitskontrolle. Ich nehme das jetzt ein bisschen zusammen, weil das zusammengehört. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder darauf achten, hey, wenn da etwas ist, was vielleicht nicht so gut ist, dass wir es ausreißen, dass wir es wegnehmen, dass wir es nicht nur abschneiden, weil das kommt nicht gut, dann wächst es wieder nachher, sondern dass wir wirklich reingehen und ausreißen, das Zeug. Das kann zum Beispiel sein, das, was der Paulus vorher beschreibt, Neid, Eifersucht, eben auch das Gegenteil von dieser Geistesfrucht. Und Schluss am Ende kann man Ernte geniessen, man kann die Früchte geniessen von diesem vorbereiteten Boden. Man kann die reifen Trauben abzwicken und geniessen oder einen feinen Wein daraus machen und den mal mit einem Freund oder einer Kollegin geniessen. Du darfst, glaube ich, noch nicht Wein trinken, gell? Das kommt dann noch. Genau. Ja, das fördert, dass der Heilige Geist da etwas sagen kann. Und oftmals vergessen wir, dass ein Prozess ist, bis eben die Ernte und die Frucht entsteht. Und du hast eben gefragt, wie kann man das trainieren? Und ich glaube, das ist ein mega gutes Tool, der Healthy Lifestyle, dass wir dürfen den Boden vorsäen oder vorbereiten, sodass der Geist eben dann säen kann und dass die Frucht dann entsteht. Aber wie lassen wir eigentlich jetzt unser Leben von diesem Geist bestimmen, habe ich mich gefragt. Ich lebe es oft so, dass ich durch den Alltag dass ich nach ihm frage. Dass ich ihm bitte für Hilfe, mich durch den Alltag zu leiten. Er ist manchmal wie so eine Taube auf der Schulter mit seiner Sanftheit. Und es heisst da, betrübt nicht den Heiligen Geist. Weil es kann manchmal auch sein, dass die Taube wegfliegt. Aber sie fliegt nicht einfach so weg, sondern sie fliegt zum Beispiel weg, weil man sie erschreckt oder etwas macht, was nicht gut ist. Genau, ich trinke kurz etwas. Ja, es steht sogar im Galater, dass das mit uns oder dass der Heilige Geist mit unserem Geist im Kampf ist. Und Chiara, du denkst jetzt vielleicht, ja, das ist ja mega ermutigend, Liv, was du da sagst. Nicht. Aber ich will dir etwas sagen, und zwar, der Heilige Geist bringt Leben. Wir lesen es hier. Lesen wir es durch Gottes Geist ein neues Leben haben. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben. Er gibt dir neues Leben. Weißt du, was Heiliger Geist auf Griechisch heisst? Das heisst Pneumatos. Und Pneumatos, das ist Luft auf gut Deutsch übersetzt. Ihr kennt vielleicht den Pneu, der braucht auch Luft, dass ein Auto fährt, dass man in den Strassenverkehr kann und sich dort aufregen kann. Genau. Und das heisst Luft. Und jede Pflanze und jeder Mensch braucht Luft zum Leben. Und Chiara, der Heilige Geist ist über dir. Er bringt dir das Leben. Er gibt dir das Leben.
Das sind praktische Tipps hier, dass du deine Identität in Jesus kannst festigen, Chiara. Das möchte ich dir mitgeben, dass du deine Identität wirklich dem Heiligen Geist, dass du dein Leben von dem Heiligen Geist bestimmen lässt, weil er bringt schlussendlich das Leben. Ich habe gestern am Abend noch ein Büchlein aufgeschlagen, bevor ich ins Bett bin. Das ist «Ein Spatz im Käfig», heisst es. Mega gut, empfehlungswert, so by the way. Und dort innen steht, der Autor hat mit einem Kollegen diskutiert irgendwie und hat gesagt, ja, sein Kollege hat irgendwie gesagt, ja, ohne Gott kann ich auch leben. Und er hat dann gesagt, nein, hey, im Fall nicht, weil Gott ist das Leben. Jesus sagt selber in der Bibel, ich bin das Leben. Hey, ohne Gott, sorry, da bist du tot. Da lebst du im Tod innen. Und ich fand das so krass, gefunden, dass der Autor das hat geschrieben hat. Es hat mir irgendwie so die Augen geöffnet. Hey, ja, ohne Jesus sind wir tot. Das hat der David schon erzählt. Dass sein Angesicht, wenn Gott sein Angesicht einem wegnimmt, oder seine Gegenwart, Angesicht ist ja immer Gegenwart. Ich sehe Chiara in die Augen. Da ist nichts dazwischen. Da sind wir face to face. Und wenn Gott das Angesicht, wenn du das nicht hast, dann lebst du nicht. Und ich finde das so krass, dass der David das schon bevor Jesus kam, vor x-tausend Jahren schon erkannt hat. Genau, was ich hier nicht fördern mit dem, ist das Leistungsdenken. Weil Chiara, ich weiss, du bist so ein richtiges Leistungstier und du liebst die beste Zeit, du liebst Sachen zu machen und alles zu geben. Aber das ist nicht mein Ziel, dein Leistungsdenken zu fördern. Aber wie es schon heisst im Vers, dass der Glaube auch so in Tat umgesetzt werden. Wir haben das erst vor ein paar Wochen im Jakobus gehabt. Und hier im Galater steht es auch, was zählt ist der Glaube, der sich tatkräftig in Liebe zeigt. Und Liebe ist ein Aspekt von dieser Geistesfrucht. Und das finde ich so schön. Ich will das fördern und sehen, dass Frucht wachsen in deinem Leben oder die Frucht wachsen in deinem Leben. Aber schlussendlich ist es Gott, was lässt wachsen. Es heisst in Johannes 15,5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, bleibe ich in ihm. Und er trägt reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich finde das so schön, dass da steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hey, ohne Gott, da bist du tot, da lebst du im Tod innen. Und Chiara, ich möchte dir das zusprechen, dass wenn du in ihm bleibst, bleibt er auch in dir. Das ist ein Versprechen, das er dir und uns allen hier gibt. Wenn du in Jesus bleibst, bleibt er auch in dir. Und haben wir nicht vorhin gesagt, du sollst dein Leben vom Heiligen Geist bestimmen? Ich glaube, das ist auch ein Aspekt davon, dass wenn du in ihm bleibst, bleibt er auch in dir. Und dann bestimmt er dein Leben. Wenn du in ihm bleibst, wirst du Frucht tragen, heisst es. Trägt er reiche Frucht, also der Mensch, der bei Gott ist, der trägt Frucht. Da kommt etwas, da kommt ein Trübeli, da kommt eine Banane, da kommt eine Ananas. Bei dir raus, Chiara. Und was ich cool finde, zu bleiben ist etwas Kontinuierliches, also du bleibst in Gott innen. Also das ist nicht, ich bleibe jetzt mal hier und gehe dort her, sondern du bleibst. Das ist etwas Kontinuierliches. Du gehst mit Gott. Du bleibst mit Gott. Und das möchte ich dir mitgeben, Chiara, dass du darfst in Gott bleiben. So wirst du Frucht bringen, dass du darfst trainiert werden, den Boden vorsehen, dass du die Punkte darfst haben in deinem Leben, dass du einen healthy Lifestyle darfst haben, so dass die Frucht darf blühen bei dir. Und zu deiner Frage, die du mir gestellt hast bei der Vorbereitung, wie trainiere ich so etwas? Ich glaube, das ist
etwas, das du darfst mitnehmen darfst. Das möchte ich dir mitgeben, Chiara, den Healthy Lifestyle. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen wunderschönen Sonntag mit